Ein Partyflug mit Influencern gerät außer Kontrolle. Das hat jetzt auch Konsequenzen. Dann hat Qantas festgestellt, dass im Cockpit die Routine fehlt bei ihren Piloten. Und dann als weiteres Thema, ein Propeller ist abgebrochen und zwar durch Vogelschlag und in die Kabine reingedrungen. Also insofern imposante Bilder. Aber ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle erstmal das Intro. Abonnierbefehl, das ist ja etwas, was ihr schon kennt. Alle, die hier den Kanal abonniert habt, danke dafür. Die, die ihr schaut und noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Vor allem aber auch die Glocke anmachen, damit ihr keine Folge mehr verpasst von Frequentraveler TV Takeoff. Ja, ganz genau. Das ist die Sendung, die wir versuchen regelmäßiger zu bringen, als wir voriges Jahr waren. Also insofern danach auch ganz einfach unten kommentieren und liken. Das ist einfach das, was ihr tun solltet und müsst. Das erste Thema kommt aus Australien, aber betrifft eigentlich alle Fluggesellschaften. Ich hatte das auch schon mal gehört von regionalen Fluggesellschaften zum Beispiel, aber auch von Piloten, die für eine große deutsche Fluggesellschaft fliegen, dass halt die Routine fehlt. Und zwar ganz einfach hat Qantas das festgestellt aufgrund eines Vorfalls aus dem letzten Jahr. Im Juni war das ein Flug von Sydney nach Perth am 21. Juni, um ganz genau zu sein. Das war der Flug von Qantas 645. Der ist gestartet, musste aber wieder landen, weil das Fahrwerk sich nicht einfahren ließ. Was war passiert? Ja, als man gelandet ist, hat man einfach festgestellt, der Pin, der vorne im Fahrwerk drin ist, ist nicht rausgenommen worden. Spannend an der Geschichte ist halt einfach, dass dieser Pin dazu dient, dass wenn man am Boden ist, dass man, wenn man den Fahrwerkshebel bedient, dass dieses nicht eingefahren wird. Lufthansa hatte ja mal einen kuriosen Unfall. Das war ein Flieger von Frankfurt nach Delhi, eine 747, die den Pin nicht drin hatte oder nicht richtig drin hatte. Und dann haben sie halt den Fahrwerkshebel beim Check hoch und runter gemacht und dann ist das Fahrwerk vorne eingeklappt, Passagiere waren schon an Bord und dann lag das Flugzeug auf dem Pusher drauf, Gott sei Dank ist dem Pusher nichts passiert. Aber hier war das so in Australien, dass durch die wenigen Flüge, die jetzt in der Corona-Zeit stattgefunden haben, die Routine einfach fehlt und dass solche Kleinigkeiten da zu solchen Problemen führen. Nichts Großartiges, es ist jetzt nicht sicherheitsrelevant, weil es natürlich dann auffällt, aber wenn man ehrlicherweise sich die Probleme anguckt, also die Liste anguckt von dem, was passiert, dass man zum Beispiel mit angezogener Parkbremse losrollen möchte, dass man die Höhen mit den Geschwindigkeiten verwechselt. Also das heißt, dass Routineaufgaben einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen als vorher, ist das natürlich ein Problem. Auch falsche Settings. Es gab ja auch den Fall zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Fluggesellschaft das war, wo man einfach das Startgewicht falsch berechnet hatte. Warum? Weil man das Gepäck anstatt vorne in der Cargo, hinten in der Cargo eingeladen hatte. Also so etwas kann echte Probleme bereiten. Und dieser Verlust der situativen Aufmerksamkeit, wie das heißt, ist ein riesen Problem. Also wir brauchen auch da sehr viel Zeit, bis wir wieder auf dem Niveau von vor Covid sind. Dann gibt es eine News aus Seattle, die uns da freudig stimmt, die wir eigentlich im Herzen, auch wenn wir Airbus-Liebhaber sind, vielleicht auch Boeing-Liebhaber sind. Und zwar Allegiant, ein super ultra-ultra-Low-Cost-Carrier. Ich hatte auch damals schon, als sie mit MD-80 und 757-Flotte unterwegs war, die teilweise als Seelenverkäufer bezeichnet. Und zwar haben die einen Auftrag unterschrieben bei Boeing. Und zwar die 737-7 MAX, aber auch die 737 MAX 8. Und zwar in einer ganz besonderen Variante, die MAX 8. Und zwar in der 737 MAX 8-200. Und jetzt werdet ihr feststellen, hey, ist das nicht Ryanair? Ganz genau, das ist die Ryanair-Variante, die entwickelt worden ist. Das ist eine High Density, wie das im Englischen heißt, also mit einer hohen Dichte an Sitzplätzen. Und das hat sich Allegiant auch genommen. Warum ist das verwunderlich? Warum? Ganz einfach. Allegiant ist eine reine Airbus-Flotte. Die betreiben 319er und 320er, um die genaue Zahl nachzuschauen, schaue ich kurz nochmal runter. Das ist einmal 86 A320er und nochmal 35 A319er. Und sie haben auch im letzten Jahr irgendwie so die Flugzeuge aufgekauft. Jeder, der einen 320er hatte und sagte, möchte mal Flugzeug loswerden, haben die das für gutes, billiges Geld gekauft. Dadurch, dass die Flotte aber eine Second-Hand-Flotte ist, was jetzt nichts Schlimmes ist, aber man trotzdem die erneuern möchte, hatte man sich mit Boeing und mit
Airbus zusammengesetzt, hat mit Airbus besprochen, ob man da die 320er Neos nimmt und die 220er. Und bei Boeing natürlich über diese berühmt-berüchtigten 737 MAX 7 und 8er in der Ryanair-Variante. Das Rennen hat jetzt letztendlich Boeing gemacht. Warum hat Boeing das Rennen gemacht? Ganz einfach, vielleicht weil sie liefern können. Das ist so ein Gerücht, was man hört, weil Airbus hätte erst 2024 sowohl den A220, aber auch den 320 liefern können. Und das war für Allegiant wahrscheinlich zu spät, weil man im Moment richtig knallhart wachsen möchte. Man sagt ganz einfach, dass dieser Markt der normalen, individuellen, preissensitiven Reisenden sich schneller erholt als alle anderen Märkte. Ja, es ist halt ein reiner Airbus-Betreiber gewesen. Auch selbst wenn man die A320 genommen hätte, wäre da nicht das Problem gewesen. Aber die A220er wären ein Problem gewesen, weil man dafür neue Type-Ratings hätte machen müssen und eine Umschulung. Insofern ist es jetzt, ob man auf die Boeing geht oder auf die Airbusse geht, jetzt nicht so viel von den Kosten her der Unterschied. Aber ich glaube, Boeing hat einen Schweinepreis gemacht. Also insofern an dieser Stelle Gratulation nach Seattle. Zumal sie ja beim letzten Mal mit Qantas, aber auch mit Air France KLM die Kürzung gezogen hatten. Die hatten sich ja auf Airbus verständigt. Ein weiterer Airbus, der wieder fliegt, ist der von der Condor. Das ist der ADA 30-200, der gemietet ist von der irischen Firma Avalon. Hört sich irgendwie so eine Kosmetikfirma Avalon. Aber auf jeden Fall gab es Korrosionsprobleme am Triebwerk und man hat dann versucht, dieses Flugzeug zum 15.12. schon in die Luft zu bringen, klappte aber nicht wegen der Korrosion. In Düsseldorf wurde sie jetzt repariert, gab auch den neuen Flug oder einen technischen Flug. Damit ist sie wieder in der Luft seit dem 5. Januar. Also hoffen wir darauf, dass das Flugzeug im Februar vielleicht kommt. Also so ist die Gerüchteküche. Warum ist das wichtig? Ganz einfach deshalb, weil der 330-200 das Trainingsflugzeug sein soll für die Crews, die auf dem 350-900 fliegen sollen. Und das soll ja das neue Flugzeug werden, was der Investor auch bei der Condor finanziell angespuscht hat, weil die Flugzeuge sind natürlich IT-757 und so weiter. Das sind ja alles. Also wie gesagt, die müssen ersetzt werden. Und die Kennung der Maschine, wenn ihr bei Flight Radar guckt, ist einfach Oscar Echo India Sierra Romeo. Und wenn es bei der Condor fliegt, dann wird es die Delta Alpha India Yankee Charlie. Also ab Februar hoffen wir, dass die mit Gästen in die Luft gehen. Und da können wir auch mal gucken, was für ein Produkt an Bord ist. Jetzt zum Thema Vogelschlag und Loch in der Kabine. Gestern hatten wir darüber gesprochen, Berliner Flughafen tötet 50 Flüge. Ich sag's schon wieder, 50 Vögel, nicht Flüge. Schwierig. Also auf jeden Fall 50 Vögel, wenn es nicht traurig wäre. So ist es auch passiert bei der South African Airlink. Die haben mit der Jetstream 41 auf einem Charterflug, in der Propellermaschine ist das, das seht ihr auch an den Bildern sehr schön, da ist ein Vogel reingeflogen und dann hat sich dieser Composite hat sich gelöst oder ist gebrochen und ist dann komplett in die Kabine eingeschlagen. Also die Bilder sprechen für sich. Gott sei Dank keine Verletzten an Bord. Der Vogel ist wahrscheinlich tot und auf der Stelle tot gewesen. Also daran seht ihr einfach, was so ein großer Vogel machen kann, dass es also auch gefährlich ist, wenn man Vogelschlag hat. Interessant war es, es war bei der Landung und wie gesagt, wirklich keiner ist zu Schaden gekommen, Gott sei Dank, außer dem Vogel. Dann wieder eine Geschichte, die man auch wieder für unglaublich hält und denkt, oh mein Gott, ich hatte das schon mehrfach gelesen die letzten Tage, aber ich habe sie heute erst aufgegriffen, die Geschichte. Und zwar ist das so eine Art Catch Me If You Can, bekannt aus dem Kino, wo jemand sich als Pan Am-Pilot ausgegeben hat. Ich kann auch mal mit euch einen Filmabend machen. Ich finde Catch Me If You Can finde ich einen total geilen Film. Also insofern gucke ich den auch gerne. Aber Ricardo Cesar Guedes, der 1972 in Brasilien geboren ist, hat sich ausgegeben als William Ericsson Ladd, geboren 1984. Und jetzt sagt er schon 74. 2 Jahre jünger. Und jetzt fragt ihr euch, wie klappt das? Ganz einfach. In den USA ist der Kollege, der William Ericsson Ladd 1974 geboren ist, bei einem Verkehrsunfall im Alter von 4 Jahren umgekommen. Und er hat sich irgendwie die Social Security Nummer da besorgt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und hat dann Pässe mehrfach bekommen. Ist aber in 2020 aufgefallen bei der Passerneuerung und die haben dann gesagt, du bist es nicht. Und der ist jetzt gerade am Flughafen festgenommen worden. Warum ist das so wichtig? Weil er Flugbegleiter bei der United war. Das heißt also, ein
nicht unbedingt der klassische Catch Me If You Can, weil er sich da bei der Fluggesellschaft irgendwelche Tickets für Mitarbeiter oder sowas erschlichen hat, sondern einfach deshalb, weil er sich eine Identität geklaut hat, hat aber dann ehrlich anscheinend weitergearbeitet, hat nichts außer dem Namen als Schindluder getrieben, hat also keine Drogen oder sonst was gebracht. Also insofern war das etwas Catch Me If You Can, like oder esk, wie man schön sagt. Wurde auch klassisch am Flughafen in Houston festgenommen. Eine nächste Geschichte, die ich auch absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich verstehe es, wenn man jung ist, dass man Partys macht und dass man ein Flugzeug mietet und so weiter. Alles toll, haben wir auch schon gemacht und auch sogar ein 320er und alles. Also geht alles. In dem Fall hat James William Avard, Name sagt mir nichts, wem es von euch was sagt, Respekt, ist so ein kanadischer Influencer, B-Promi, keine Ahnung. Der hat also als Organisator am 30.12. einen Flug von Montreal nach Cancun genommen. Warum? Sie wollten einfach Neujahr, Silvester feiern, ohne diese Corona-Bedingungen, die in Kanada relativ strikt sind. In Mexiko ist es ja bekanntermaßen etwas, ja, lockerer. Die haben also eine Sunwing Boeing 737 gechartert, sind dann mit 154 Influencern und B, C, ach, keine Ahnung, welches Alphabet, aber jedenfalls relativ weit runter. Vielleicht sollte man nicht B-Promis sagen. Dahin geflogen und dann gab es an Bord eine Party und die Bilder, die neben mir sind, sprechen ja für sich selber. Also Leute haben an Bord geraucht, es gab dann auch Sex, es gab auch Alkohol, der selber mitgebracht worden ist. Die Crew ist zum Beispiel hinten in der Galley weggelaufen, weil sie das, also es ging einfach nicht mehr. Und man hat dann auch das PA, also diese Durchsagesysteme genutzt, E-Zigarette, also das komplette Programm, was man einfach nicht machen sollte. Es gab kein Social Distancing, also ihr seht die Bilder selber. Was aber das Spannende ist, ist jetzt, weil die natürlich alle Influencer sind und alle auch so ein bisschen Attention Whores, ist es so, dass die natürlich gepostet haben und dass das also auch durch die Presse gegangen ist. Und jetzt ist natürlich auch die Transport Canada, das ist die Aufsichtsbehörde, mit denen hatte ich übrigens zu tun, als ich meinen Flugschein in Kanada umgeschrieben habe. Sehr behördenlike. In Toronto war das. Die gehen jetzt den Fall nach, ganz genau. Und es kann Strafen geben von 5.000 kanadischen Dollar, das sind ungefähr 3.500 Euro. Sollte man feststellen, dass das Leben anderer Reisender gefährdet worden ist, im Einzelfall können da 750.000 kanadische Dollar fällig werden. Das ist nicht lustig. Das sind irgendwie 521.000 und ein bisschen Euro. Und das war sehr, sehr uncool, weil man sich das jetzt von Staats wegen anguckt. Sunwing selber hat gesagt, wir fanden das nicht prickelnd, wir haben den Rückflug storniert. Also insofern heult man jetzt rum. Die Influencer meinen, das wäre alles illegal. Und der Kollege, ich muss den Namen nochmal lesen, James William Avard, schreibt auch ganz locker flockig auf Insta und so weiter, das ist illegal, was die machen. Sagt mir einfach, was ihr davon haltet, ob ihr so einen Partyflug cool findet oder wie auch immer. Also insofern einfach unten in die Kommentarspalte rein. Das letzte Thema ist noch für unsere Hongkong-Interessierten. Hongkong igelt sich wieder ein. Ganz einfach, man hat 8 Länder, das wäre Australien, Kanada, Frankreich, Indien, Pakistan, Philippinen, Großbritannien und USA eine Einreisesperre erlassen vom 8.1. Ich verstehe mal nicht, warum das nicht ab sofort gilt. Und dann bis zum 21.1. Da darf man nicht mehr in Hongkong einreisen. Spannend. Ich meine, viele Leute konnten eh nicht in Hongkong einreisen. Man hat sogar den Transit, den man dann nicht mehr machen darf. Also insofern, ich selber habe meinen Hongkong-Flug ja auch storniert. Was soll man davon halten von so einer Zero-Covid-Strategie? Ich glaube einfach, wir sollten überlegen, ob wir nicht langsam versuchen zu lernen mit dem Virus. Wird wohl in 2022 relativ wenig werden mit Einreisen in Hongkong. Wie gesagt, ich habe storniert und habe gesagt, komm, wird nicht mehr. War ein geiler Partnertarif, billig Geld, aber hat keinen Bock mehr. Also insofern lassen wir uns überraschen. Das waren auch schon wieder die Meldungen von Frequent Traveler TV Takeoff für euch, die neuesten News. Ich habe mal gestern nachgeschaut. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, damit ihr wirklich, auch wenn ihr die Glocke anmacht, informiert werdet, wenn wir das Video hochladen. Wir laden die Videos immer so in unregelmäßigen Abständen. Ich versuche das immer jeden Vormittag zu machen, aber fast täglich hoch, dass ihr da also auch wirklich nichts verpasst. Und ganz, ganz wichtig, kommentieren, liken. Also insofern, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff.
Ihr merkt, ich kann es jetzt auch besser sagen als gestern. Insofern ein Erfolg. Also insofern danke und bis morgen wieder. Ciao.